Hallo und herzlich willkommen zurück in der Disaster Welt zu einer neuen Folge. Legend of Zelda, Breath of the Wild. Mit mir, Arne Mayrasul. In der letzten Folge haben wir endlich das Dorf der Orni erreicht. Und ja, es sieht hier schon echt ziemlich cool aus. Und wir sind jetzt mal gespannt, was man hier so alles finden kann. Und die haben ein gewisses Problem mit Vamedo, diesem Titan, der hier oben drüber rumfliegt und uns angeschrien hat. Denn alles, was sich dem Ding nähert, wird gnadenlos abgeballert. Und deswegen können die Orni nicht das tun, was sie am besten können, nämlich fliegen. Was ziemlich ätzend ist. Zumindest halt nicht in ihrem eigenen Dorf. Oh, da ist jemand wieder. Du bist aber kein Orni. Was zur Hölle machst du hier? Okay, und mehr wolltest du mir nicht sagen. Alles klar. There's a story to them. Aber ich weiß noch nicht was. Hi. Ja. Schweinennest, alles klar. Okay, das macht einen Unterschied, was für ein Bett man schläft. Das ist interessant. Downbed. Downbed? Das Orni Downbed ist ausschließlich mit den flauschigen Federn von echten Orni gestopft. Da erholst du dich viel besser als in normalen Betten, wie man sie in jedem Stall findet. Du wirst dich morgen früh wie neu geboren fühlen. Probier's einfach mal aus. Ich weiß nicht, ob Schlafen überhaupt irgendwie großartig was bringt. Ich glaube schon, aber ob mir die Rubine wert ist? Was sag ich, 80 Rubine für das Downbed? Ah, ein Reisender, was? Wir haben uns gerade über dieses Monster am Himmel unterhalten. Vamedo heißt es. Angeblich war das Ding vor langer, langer Zeit mal auf unserer Seite. So ist es. Der Recker unseres Dorfes, Rivali, hat es einst gesteuert. Zumindest erzählt der Häuptling das. Das wird schon stimmen. Aber wieso greift es uns dann denn jetzt an? Tja, das ist die große Preisfrage. Weißt du, gar noch gehört. Falsch spaziert. Hier mit Ziegenbutter, Tabanterweizen, Rohrzucker. Misas Kochbuch. Cool. Tabanterweizen, Ziegenbutter und Rohrzucker am besten bei uns im Laden natürlich. Die Zutaten mit einem Apfel vermengt, hier gibt es einen äußerst schmackhaften Apfelkuchen. Der Apfel kann auch durch eine andere Zutat ersetzt werden. Dann gibt es einen anderen Kuchen. Also. Weizen, Butter, Zucker. Nusskuchen geht es genauso. Ja. Nur ja, dann eben eine Eichel. Und was ist eine Bratbanane? Tabanterweizen, Rohzucker und dann ein Schwertbein. Easy. In dieser Gegend selten, aber wenn man eine findet, sollte man dieses Rezept ausprobieren. Hier haben wir Blutlinge. Pfeile. Blumenpfeile, cool. Willkommen beim Freshbatz. Wir haben alles, auch zu später Stunde. Wie kann ich dir denn weiterhelfen? Hallo, die heißt Misa. Das ist lustig. Was ist das hier? Von Utensilien zur Verteidigung bis zu alltäglichen Kochzutaten. Wir haben alles, was das Herz begehrt. Lass dich von dem Kochbuch am Eingang inspirieren. Die Zutaten bekommst du dann bei uns. Okay. Also mit Butter und Weizen kann man schon einiges anstellen, wie es aussieht. Ich frage mich, ob man das stellst noch anderen um Reis oder so verwenden kann. Aber ich schätze mal. Also Butter ist auf jeden Fall wichtig für Kuchen. Und ja, Weizen wird irgendwo anders drum rumkommen. Aber naja. Ich mische sowieso einfach das zusammen, was ich gerade habe. Ich bin nicht sehr anspruchsvoll. Rüstungen. Mäntel. Das ist nur eine Rüstung. Was haben wir hier? Anti-Schneefedern. Kälteschutz. Kopfschmuck des Orni-Volks aus den Federn von Schneevögeln, verziert mit dem Stein des Feuers, Rodonit. Wenn man ihn aufsetzt, kann man der Kälte trotzen. Und dazu gibt es auch noch das passende Orni-Gewand. Die Orni-Federn wirken wärmedämmend, was es zur ersten Wahl für Besuch von Tabanta und Hebra macht. Und auch die Orni-Hose.
Ich weiß nicht, ob ich halt diese Anti-Schneefedern holen will. Weil die sind echt scheiße teuer. Aber ich glaube, die Rüstung hole ich mir, weil es ist auf jeden Fall besser als Winterwams. Ist recht, weil man es auch verbessern kann, nehme ich an. Und ja, falls wir dann wirklich mal in Schneegegenden unterwegs sind, hätten wir auf jeden Fall schon mal eine Rüstung, die man benutzen kann, ohne dass man direkt all seine Verteidigung aufgeben muss. Deswegen, ich glaube, die ist gekauft. Vor allen Dingen, weil ich gerade Rubine habe dafür. Das will ich hoffen. Hey! Hey! Oh, die Hose! Boah! Oh. Ziehen wir auch direkt mal an. Können wir direkt mal checken hier, wie das aussieht. Oh yeah. Okay. Naja, das passt jetzt nicht wirklich gut dazu. Dann doch lieber so. Boah. Nicht verkehrt. Nicht das Allerschönste der Welt, aber auch nicht verkehrt. Ja. Unser neues Orni-Outfit. Dafür haben wir jetzt leider keine Rubine mehr. Es sei denn, wir hätten irgendwas zu verkaufen. Haben wir irgendwas richtig Fettes zu verkaufen? Wie viel ist eigentlich so ein Luxuswert wert? 35. Okay. Okay. Die Monster sind so gut wie gar nichts wert. Sternenspiel ist ultra viel wert. Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich dafür verwenden will. Ich habe das Gefühl, da ist noch mehr. Da steckt noch mehr dahinter. Da kann man noch mehr mitmachen. Dann kaufen wir ein bisschen Bernstein wieder. Inzwischen haben wir auch gut was an Opalen gesammelt. Dann kommen wir einfach für Flügeln. Ja. Leuchtsteine. Ja, die geben gut Geld. Und ich habe gerade gut was davon. Das ist doch geil. Wir könnten uns jetzt doch noch die Federn holen. Hätte ich zwar jetzt keine Rubine mehr, aber da fertig ich dann das Set vollständig. Oh, ich habe die Moblin-Herzen für die Rüstung. Das ist gut. Das ist sehr gut. Oh ja, hier extra Vorhörner, Hörner. Die können wir auch was weghauen von. Sagen wir mal 15. Haben wir noch 10 übrig. 10 ist meine Lieblingszahl, was das angeht. Was Horten angeht. Deswegen hier 17. Wir kommen doch auf ein gutes Sümmchen. Ja, so macht man Asche. Steinjelly können wir auch ein paar verkaufen. Ja, das war zu weit. Oh, einer so viel. Egal. Vielleicht will ich von denen sogar mehr behalten. Obwohl, naja, wenn man mehr findet, bedeutet das nur, dass es auch mehr gibt. Bei denen sahen jetzt schon eher Bedenken bei den anderen farbigen Schleimgelees, weil die sind halt nicht so häufig. Federn könnten wir mal ein paar verkaufen. Ich verkaufe mal so 5. Vielleicht kann ja der andere Typ in einem anderen Institut noch was damit anfangen. Also. Besser, wenn ich ein paar davon behalte. Mit den Zahnrädern habe ich noch gar nichts gefunden, was man damit machen kann. Deswegen behalte ich die auch mal. Antike Schrauben können wir ein paar loswerden. Sagen wir mal 5. Die Reaktorkerne ging doch richtig viel. Ja, 80. Wow. Gibt es irgendwas Überflüssiges, was ich verkaufen will? Vielleicht Sportmedizin? Vielleicht wird es doch irgendwann mal wichtig. Wer weiß. So. Jetzt können wir uns die hier holen. Ist zwar teuer, aber hey, wir haben das Geld. Wir haben dann noch locker 715 Rubine übrig. Und was soll ich sonst mit meinen Rubinen anfangen? Ja, du hast mir alles abgekauft, ne? Also ich habe sogar jetzt noch Gewinn gemacht. Du Hähnchen. Okay, vielleicht nicht mit dem gesamten Rüstungsset, aber trotzdem schon gut was. So. Jawoll, das sieht auch schon besser aus. Mit den Federn. Also kannst du die Zöpfchen an der Seite, guck mal wie süß.
Sexy Link, sexy. Aha. Okay, lass mir die Kleinen schlafen. Guck mal, grün. Ja, alle Farben des Regenbogens oder wie sieht das aus? Na, okay, dafür fehlen noch ein paar. Das sind die Yoshi-Orni-Kinder oder so. Aha, hier ist eine Feuerstelle. Und Amali. Also normal für mich, weil... Was für eine zukünftige. Okay, ich lasse das im Dorf. Was sind meine Töchtern? Sie sieht ja daran, dass ich Hunger habe. Ach, das waren deine Töchter, die sind echt süß und so. Mit unserem Topf etwas Schönes kochen, dann essen wir uns ordentlich satt. Also die richtige Antwort ist bestimmt... Oh. Eine Holzkelle. Man kann die als Waffe benutzen, echt? Das sieht jedenfalls schwer so aus. Ja, Mann, 4. Geil. Beste Waffe überhaupt. Klar, also wenn man für jemand anders kocht, ist das doppelt so schön, ne? Aber das Problem ist, ich habe keinen, für den ich kochen kann. Es gibt einfach schlichtweg keinen. Nicht mal Zelda, wir haben ja keine Ahnung, wo die ist. Okay, hier ist der Schrein. Hier ist niemand. Hier ist zumindest jemand. Oh. Okay, ich will sie jetzt nicht wecken. Was kann ich denn da nehmen? Ach, den Bogen hier. Schwalbenbogen. Okay. Lohnt sich das? Die sind nicht gerade stark. Ja, das ist schon besser als ein Ishin-Bogen, aber naja. Weißt du, das würde jetzt. Das würde jetzt irgendwie. Das würde jetzt meinen Charakter brechen, weißt du? So sanftmütig, dass er die zwei hier nicht aufwecken will, aber den Bogen klauen. Aber schamlos ausnutzen, dass die schlafen. Nee, nee, das sparen wir uns jetzt mal. Gehen wir lieber in den Schrein. Ah, aber die Musik ist echt geil. Ist echt cool. Natürlich, für mich als YouTuber wäre es halt besser, wenn ich die Songs ersetzen würde oder halt komplett rauscutten würde. Wobei es erstens mal ein ziemlicher Akt wäre, das überhaupt zu tun. Und teilweise auch gar nicht möglich ist. Ich weiß nicht, YouTube hat so eine Funktion, dass es manche Songs rausfiltern kann. Aber ich weiß nicht, wie gut das funktioniert und ob es überhaupt funktioniert. Aber selbst wenn ich dafür keine kein Geld bekommen kann oder so. Erstens, ich bin sowieso viel zu klein, als dass ich irgendwas hier dran verdienen würde. Ich mache sowieso eigentlich rein hobbymäßig bisher. Und andererseits ist es mir auch egal. Denn Zelda ohne den Soundtrack ist schlichtweg kein Zelda. Außerdem kriegt ein Nintendo auch für jeden anderen Bullshit dran. Die sind ja, was YouTubing und so weiter angeht, sehr feindlich eingestellt. Ja, und fang gar nicht erst mit der ROM-Szene an oder Hacker-Szene oder so. Das ist noch viel schlimmer, was Nintendo angeht. Also da können die sich echt mal eine Scheibe von Sega abschneiden oder so, die einfach mal so Leute rekrutieren, die halt so wirklich so eiskalte Hacker, die ihr System gehackt haben und die sagen, ey, yo, du bist echt gut, du könntest für uns ein paar Sicherheitslücken finden und so, wir stellen dich ein. Es gab zum Beispiel einen Typ, der irgendwie Sonic CD für iOS-Geräte oder Android oder so irgendwas portiert hat und hat veröffentlicht hat, free. Und die haben gesagt, ey, anstatt den halt zu kicken, irgendwie, anstatt irgendwie dem irgendwelche, ach komm schon, ich komm nicht drauf. Sie haben jedenfalls nicht kriminalisiert. Sie haben nicht kriminalisiert, sie haben einfach gesagt, ey, wow, du kannst das echt gut. Und Respekt für diesen Port, der ist echt super. Warum willst du nicht für Sega arbeiten und weiter Ports von unseren Spielen für Handys machen? Und das ist jetzt ein neuer Job. Und Nintendo ist leider das genaue Gegenteil. Okay, was haben wir hier? Das ist bestimmt nicht so einfach, wie es aussieht.
Oh, erst recht, wenn man nicht schießen kann. Okay, es ist so einfach, wie es aussieht. Ich muss nur schießen können. Das habe ich mir schwerer vorgestellt. Oh, cool, ein Reaktorkern. Nice, jetzt brauche ich noch einen. So, was geht hier jetzt eigentlich genau ab? Eine Menge Windräder. Und hier auf der anderen Seite kann ich noch nichts machen. Oh, ah, okay, das ist aber die andere Seite von dem Raum, den wir gerade gelöst haben. Okay. Ich schätze mal, man muss alle Windräder zum Drehen bringen. Ist es das? Also ist der schon mal unnötig. Besser. Den drehe ich auch mal. Und der hier sollte hier rüber zeigen, wo ich jetzt gerade stehe. Was ist das? Ach ne, dafür ist extra der Pfeil da, um zu zeigen, wohin das Ding dreht. Okay. Und vielleicht ist es abhängig von, wo man drauf schlägt. Okay, den müssen wir jetzt noch drehen. Dann mit die Seite. Jetzt fehlt uns aber das hier. Dann müssen wir die nochmal komplett rumdrehen. Ach ja, und dann den da drehen. Dann müssten wir alle haben. Oder? Oder sehe ich da was? Ich glaube, es ist auch nicht möglich, dass man wirklich hier unten die drei alle mit vertikalen auf diesen Winddingern hier macht. Nee, das geht nicht. Ja, da der jetzt so steht. Okay, wir müssen aber den hier auch noch irgendwie abdecken. Weiß ja nicht so recht. Guck einfach noch ein bisschen rum. Hä? Ich hab alle? Echt? Wirklich? Oh, ah ja, weil der hier alle dreht und der hier alle... Lol, okay. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich hab schon überlegt, wie ich die jetzt mit dem hier zum Drehen bringe und dann die hier wieder zum Drehen bringe. Ich überlege, vielleicht muss ich den hier rumschieben, aber was mache ich dann mit dem hier und so? Aber okay, okay, ich hatte die Lösung praktisch schon. Das ist cool. Sind wir gut durchgekommen. Ja, ich weiß, ich bin großartig. Und da haben wir wieder eins. So, inzwischen ist es auch wieder helllichter Tag. Und dass jetzt keine Leute mehr stören, die schlafen wollen. Was heißt, wir können jetzt mit der hier reden? Ja. Morgen. Um in Zeiten von Ungeheuern wie Warmeter auf Abenteuersuche zu gehen, muss man doch verrückt sein. Wovon redest du? Wovon ich rede? Sag bloß, dieses riesige Monster am Himmel, Warmeter, ist dir nicht aufgefallen. Was hat das damit zu tun? Du ist mir das aufgefallen. Dem haben wir zu verdanken, dass sie alle ausflippen. Wenn ich ein geübter Krieger wäre, würde ich das Ding einfach frontal angreifen. Echt? Frontal? Es scheint mir keine gute Idee zu sein. Hey, so langsam musst du mal aufstehen hier. Hallo, Hertes.
Ah, tut das weh, so ein Mist. Was hast du denn gemacht? Das ist mein Problem, nicht deins. Verdammt, dieses Monster. Ah, alles klar. Damit hat er eigentlich schon alles gesagt. Hier war die Platz. Ja. Ich hätte so einen Platz können nur Orni cool finden. So, ja, schon. Sieht ganz gut aus, aber weißt du, Menschen hätten hier irgendwie so Sitzgelegenheiten oder so, wo man sich austauschen kann, wo man sich hinsetzen und reden kann. So was halt. Ja, hab ich. Wie soll man den bitte nicht gesehen haben? Tja, Bella, dafür bin ich hier. Dum-di-dum, Lala, Lulu. Ach, seit dieser warme Dorf aufgetaucht ist, kriege ich kaum einen vernünftigen Ton heraus. Hört sich doch ganz gut an. Dafür waren es aber gerade einige Töne. Ah, oh, Link. Please be careful. Bist du ein Reisender? Wieso? Nein, es ist nichts. Okay. Sieht auffällig aus. Morgen! Moin! Gute Antwort. Wer andere ordentlich grüßt, ist eine gute Person, sagt Papa immer. Ach ja, hör mal zu. Ich bin mit Papa verabredet. Wie schön! Ja, wenn man am Flugplatz die Flügel ausbreitet, dann wusch, flieg mal los. Wo soll es der Flugplatz? Da hinten, wo die Fahnen sind, da liegt der Flugplatz. Etwas weit weg. Ich hoffe, Papa kommt langsam mal zurück. Ich freue mich schon so. Kann man sich ja mal angucken. Bei Gelegenheit. Oha. Ach, Juno. Der wahrscheinlich das letzte Mal nur keinen Job für uns, weil sie todmüde war. Morgen, wa? Oh, du bist ja auch in Hylianna. Auf Reisen, wa? Nö. Wir sind in den Flitterwochen, musst du wissen. Und dieses Dorf ist echt das Letzte. Warum bist du dann hier? In Gerudestadt kann man Juwelen kaufen, im Dorf des Zoras wird gebetet und so. Überall ist was geboten, wa? Aber hier? Lange will ich nur noch nach Hause. Findest du? Ach, lass mich doch allen in Frieden. Mein Angetrauter entschuldigt sich schon die ganze Zeit. Aber was habe ich davon? Der soll mir wenigstens mal einen Röstapfel bringen, sonst lasse ich mich sofort wieder scheiden. Alter, du hast Probleme. Röstapfel? Habe ich einen Apfel? Ja, die Flitterwochen bringen halt Röstapfel. Das sind interessante Anforderungen. Ich habe aber keinen Apfel momentan. Schade. Oha. Ich habe so Angst vor dem Geistervogel. Ich hoffe, der frisst mich nicht. Hatte der Häuptling schon auch von dem Fall erzählt? Und hast du gar keine Angst? Keine Angst. Null. Du bist so mutig, dass du ein Recke sein könntest. Naja, ich bin ja auch ein Recke. Dann ist das nur der Häuptling, hä? Ist das Kepora Gebora? Bist du das? Oh, mein Gast? Nein, es ist keine Idee. Okay. Hoho! Was du da am Gürtel hängen hast, ist das etwa? Wo sind meine Manieren? Ich bin Kaneli, der Häuptling des Dorfes der Orni. Also, was du da am Gürtel hängen hast, ist das ein Schiekerstein? Genau. Hoho! Es stimmt also wirklich! Du bist ein Recke und kannst wie Rivali den Titanen Vamedo steuern. Moment, ich kann ihn steuern? Nein, das kann nicht sein. Die Recken wurden vor 100 Jahren ausgelöscht. Er muss den Schiekerstein geerbt haben. Oh, verzeih mir. Ich war in Gedanken. Nachfahre des Recken. Wenn du meine Bitte erhörst, werde ich dir ewig dankbar sein. In Ordnung. Ich danke dir. Nun, da ich weiß, dass du der Nachfahre eines Recken bist, habe ich eine große Bitte. Naja, ich bin ein Recke, nicht nur ein Nachfahre des Recken, aber naja. Link ist halt zu voll, um zu reden, das ist das Problem. Könnt ihm einiges ersparen. Ich möchte, dass du Vamedo, der über uns am Himmel kreist, auffällst. Es gibt nur einen Weg, einen Titan zu stoppen. Ein auserwählter Recke muss in sein Inneres eindringen und die Kontrolle übernehmen.
Theba und Hertis, zwei übermütige Jünglinge aus dem Dorf, haben versucht, Medo auszukundschaften. Dabei ist Hertis verletzt worden. Ja, den habe ich schon getroffen. Aber du bist der Nachfahre eines Recken, deshalb erhöre meine Bitte. In der Nähe des Dorfes findest du Theba. Er hat vor, Medo noch einmal anzugreifen. Sprich mit ihm. Zusammen könnt ihr Warmedo vielleicht aufhalten. Okay. Windtitan Warmedo. Sonst noch irgendwelche nützlichen Tipps? Ah ja, okay. Theba? Theba ist der Krieger unseres Dorfes und wohnt direkt nebenan. Er ist der Jüngling, der vor einigen Jahren versucht hat, Warmedo anzugreifen. Er ist zusammen mit Hertis losgezogen, aber am Ende wurde Hertis von Medo getroffen und sie mussten fliehen. Theba war außer sich vor Wut. Er will alle Vernunft in den Wind schlagen und Medo ganz allein angreifen. Doch Medo kreist weiter über uns. Das heißt wohl, Theba hat seinen Plan noch nicht in die Tat umgesetzt. Ich weiß nicht, wo genau er sich jetzt auffällt. Vielleicht weiß Thebas Frau Saki, wo er ist. Gibt es sonst noch Fragen, die ich dir beantworten kann? Ja. Revali war ein Krieger aus dem Dorf der Orni, der vor 100 Jahren lebte. Alten Texten zufolge tanzte er wie der Wind durch die Lüfte und besaß einen Bogen, der so groß war wie er selbst. König Rome erkannte seine Fähigkeiten und gab ihm die Aufgabe, Warmedo zu steuern. Doch als Revali in dem Titan gegen die Verheerung Ganon antrat, verlor er sein Leben. Niemand weiß, was genau sich vor 100 Jahren im Inneren von Warmedo abgespielt hat. Gibt es sonst noch Fragen? Ja, über Medo will ich auch noch was wissen. Der Riesenvogel, der über unserem Dorf seine Kreise zieht. Hast du ihn gesehen? Wie oft noch? Wie nicht? Er ist ein Titan. Eines der Relikte der antiken Shika, die erbaut wurden, um die Verheerung Ganon zu besiegen. Ja, das habe ich mir gedacht. Doch alle Titanen fielen vor 100 Jahren Ganon in die Hände. Und nun ist einer dieser Titanen wie aus dem Nichts wieder aufgetaucht und versetzt unser Dorf in Angst und Schrecken. Ist dies etwa ein Zeichen, dass die Verheerung Ganon wiederzukehren droht? Gibt es sonst noch Fragen, die ich dir beantworten kann? Ist die Verheerung nicht schon im vollen Gange? Hast du mal Schloss Hyrule gesehen? Das sieht echt scheiße aus da. Nachfahre eines Recken, bitte kümmere dich um Medo und um Theba. Ja, machen wir. Er wohnt direkt nebenan, sagt er. Ich sehe es. Dann nehme ich an, das ist Saki. Ja. Oh. Es tut mir leid, aber ich habe mitgehört, als du mit dem Häuptling gesprochen hast. Naja. Wie auch nicht, ne? Unweigerlich. Willst du wirklich zusammen mit meinem Mann Theba gegen Medo kämpfen? Ich würde dir gerne helfen, aber ich kann leider nicht viel mehr tun, als dir zu sagen, wo mein Mann sich aufhält. Das ist doch schon mal was. In Ordnung. Mein Mann ist an einem Ort, den wir Flugplatz nennen. Ah ja. Der befindet sich beim Rhinos-Pass am Fuße der Hebraberge. Dort üben die Orni-Krieger den Luftkampf. Wahrscheinlich wappnet sich mein Mann dort, um Medo nicht noch einmal zu unterliegen. Ich glaube, er ist zu Fuß zum Flugplatz gegangen. Normalerweise kann man vom Revali-Platz direkt zum Flugplatz fliegen. Aber wenn man sich jetzt zu hoch in die Luft wagt, wird man von diesem Medo abgeschossen. Der Revali-Platz ist ein Gedenkort für den Recken der Orni, Revali. Damit wir niemals vergessen, was an jenem unheilvollen Tag geschah. Storytime. Ist das eine Erinnerung? Sieht so aus. Vielleicht weiß Link, was an jenem Tag passiert ist. Vielleicht war er da. Sieht ganz so aus. Vielleicht ist diese Erinnerung aber auch viel älter. Dass doch alles Friede, Freude, Butterkuchen war. Und da ist er! Revali, unser Held! Unser Recke! Beeindruckend, ich weiß. Dieses Kunststück würdest du in 100 Jahren nicht hinkriegen. Ja, da, ich habe keine Flügel. Ich erzeuge einen Aufwind und schieße damit hoch empor in die Lüfte. Meine Technik ist ein wahres Wunderwerk. Selbst die Orni bewundern mich dafür. Wow, er ist gar nicht überheblich oder so. Mit dieser Kunst sind wir unschlagbar. Sie wird uns zweifellos einen großen Vorteil im Kampf gegen die Verheerung Ganon verleihen. Hinzu kommt, ich bin der unangefochten beste Bogenschütze unseres Volkes. Und somit ist es ja wohl ganz offensichtlich, dass ich, Revali, der Schlüssel im Kampf gegen die Verheerung Ganon bin. Ah ja, whatever Aber you say. Aber stattdessen haben sie mir aufgetragen, dich zu beschützen. Und das einzig und allein, weil du dieses alte Schwert mit dir herumträgst. Das ist der Gipfel der Dummheit. Das ist nicht sehr wohlgesonnen. Oh je, habe ich deine Gefühle verletzt? Dann lass uns die Sache in einem Kampf austragen. Nur wo?
Ich hab's. Da oben. Was? Oben drauf oder was? Moment, ich vergaß. Ohne meine Hilfe schaffst du es ja nicht mal bis zu dem Titanen hoch. Ja, das ist momentan so unser Problem. Okay, soviel zum heldenhaften Rivali. Er hat sich auf jeden Fall nicht wie ein Held verhalten. Ich kann mir denken, wie er gestorben ist. Was ist denn los? Ist alles in Ordnung bei dir? Du sahst so weggetreten aus. Verzeih mir, ich wollte nicht anmaßend klingen. Wenn du irgendetwas wissen möchtest, kannst du mich später gerne fragen. Okay. Ja? Wenn der Häuptling dir vertraut, werde auch ich dir alles sagen, was ich weiß. Wo ist Theba? Mein Mann ist an einem Ort, den wir Flugplatz nennen. Das weiß ich schon. Ja, ich weiß. Nee, nach dem Rest habe ich ja schon gefragt. So. Ich frage mich, ob ich mit dem Parasegel trotzdem darüber fliegen kann. Und wie war das? Da hinten, ne? Bei den Fahnen. Sieh's aber nicht. Bin ich hier richtig? Ich glaube nicht. Ja, hier jedenfalls nicht. Nee, muss darüber gewesen sein. Aber ich kann auch wieder diesen einen kleinen Jungen fragen. Naja, das ist jedenfalls Sache für die nächste Episode. Legend of Zelda Breath of the Wild. Bis dahin habe ich dann raus, wo genau wir hin müssen. Und solange chillen wir noch ein bisschen hier auf dem Platz und genießen die Aussicht. Und das Geschrei von dem fetten Vogel da oben. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal.